Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der bunten Woche. Wir spielen heute Gloomhaven und im Gegensatz zu den anderen Spielen, die ihr bis jetzt gesehen habt, ist das komplett blind. Ich habe das Spiel gerade erst erstanden und wollte schon immer mal reinschauen. Habe ich gedacht, komm, mal so ein komplett blindes Reinschnuppern könnte euch vielleicht auch gefallen. Also lernen wir gemeinsam das Spiel komplett kennen. Das Spiel ist auch schon ein Jahr alt. Ja, 20. Oktober 2021 kam es raus und ist von Flaming Fowl Studios entwickelt worden und von Twin Sails Interactive gepublished. Ist auf jeden Fall ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen. Allerdings sehen wir auch, es gibt einen Mehrspielermodus. Und anscheinend so eine Art Herausforderungsmodus. Den werden wir uns nicht angucken. Wir schauen einfach mal in die Kampagne rein und schauen mal, was das Spiel so zu bieten hat. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil ich weiß ja noch gar nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß nur, ich glaube, der Game Sound ist relativ leise. Ich habe es jetzt versucht, so einzustellen, dass ihr da gut was hören könnt. Aber die Anfangsszene ist irre laut. Also alle Headset-User, bitte gleich vorsichtig, wenn ich starte, es wird laut. Das konnte ich bloß leider nicht einstellen. Also ist ja selten so, dass man Cutscenes von der Lautstärke einstellen kann. Die sind dann, je nachdem wie gut der Tontechniker ist, gut abgemischt oder nicht gut abgemischt. Ja. Ich habe das Gefühl, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass es anscheinend sehr schwierig ist, Game Sound abzumischen, weil ich habe bei vielen Spielen das Gefühl, dass Cutscenes viel zu laut sind oder viel zu leise und der Spielsound entweder viel zu laut oder viel zu leise. Von BioWare kennt ihr ja das Problem, dass ihr immer gesagt habt, das ist zu leise, das ist zu leise. BioWare ist ultra leise, andere Spiele sind ultra laut. Also es ist wahrscheinlich eine Kunst für sich, Game Sound ordentlich abzumischen. Aber starten wir jetzt in die Kampagne. So wie wir jetzt hier den Hintergrund sehen, schätze ich mal, ist das Szenario relativ düster. Und es ist so ein bisschen Brettspiel-Stil. Ich bin echt gespannt. Wie gesagt, ich wollte schon sehr lange in das Spiel reinschauen, jetzt haben wir die Möglichkeit. Wir machen neu. Fortfahren ist nur, weil ich natürlich Sound getestet habe. Ne? Ich habe mir noch nichts angeguckt. Okay, wir müssen einen Gildennamen wählen. Das ist ja bei meinem Kanal relativ klar. Wir sind die Happy Hippos. So, Schwierigkeit. Wir haben freundlich. Gesegnet Helden beginnen jedes Szenario mit +3 Segen in ihrem Deck. Mhm. Ist das auch ein Deckbilder? Klingt gerade so ein bisschen, ne? Gesund. Helden haben 50% mehr Gesundheit und leicht Monster fallen und Gold sind eine Stufe niedriger. Haben wir einfach. Monster fallen und Gold sind eine Stufe niedriger. Normal hat anscheinend nichts hiervon. Schwer. Monster fallen und Gold sind eine Stufe höher. Brutal. 2 Stufen höher und tödlich dann 3 Stufen höher. Also wir haben ja schon so ein bisschen Erfahrung mit Spielen, ne? Nehmen wir einfach mal normal. Ich bin mittlerweile von meinem leicht weggekommen. Falls ihr das so bewusst mitbekommen habt, ich habe gerne für Projekte Spiele auf leicht gespielt. Also bei Resident Evil habe ich ja sehr leicht selbst gespielt und dann auf leicht im Let's Play gespielt. Da war das auch sehr sinnvoll. Aber generell hatte ich ja sonst immer gerne leicht gespielt. Mittlerweile bin ich davon weg und probiere es einfach auf normal. Wenn man dann merkt, man kommt nicht zurecht, kann man ja immer noch die Schwierigkeit umstellen bei manchen Spielen. Fertigkeitsverbesserungen. Verbesserungseinstellungen können nach Start der Kampagne nicht mehr geändert werden. Wähle mit Bedacht. Also Variante. Temporäre Verbesserungen betreffen einzelne Söldner und können entfernt werden, um 75% der ursprünglichen Kosten zurückzuerhalten. Die Kosten wurden auch neu ausbalanciert, um Experimentieren anzuregen. Ist empfohlen. Original. Permanente Verbesserungen betreffen alle derzeitigen und zukünftigen Söldner der gleichen Klasse. Verbesserungen können nicht gekauft
wird nicht verkauft werden. Wir spielen dann mal die Variante, wenn Sie sagen, das ist empfohlen. Warum nicht? Okay, Hausregeln. Hausregeln können während des Spiels geändert werden. Sie befinden sich im Optionsmenü. Angriffsmodifikatoren haben wir. Original. Vorteile, Nachteile. Okay, ich lasse einfach mal alles an, was so empfohlen ist. Der Null-Modifikator kann bei Vorteilen nicht auftreten. Oh, das ist nett. Nehmen wir mal die Variante. Sichtlinie. Zusätzliche Feldmitte. Sichtlinie. Ich kann halt noch gar nicht abschätzen, was das alles bedeutet. Hier gibt es anscheinend auch DLCs. Schon. Bewegung von Beschworenen. Kein Fokus. Bewegungswahl. Gold von eingestiegenen Monstern. Eingestiegene Monster hinterlassen kein Gold. Ich lasse das einfach mal so, wie es empfohlen ist. Achtung, es wird laut. Welcome to the harsh lands of Gloomhaven, Recruit. You think you have what it takes to become a mercenary out there on the edge of the world? We are paid to venture into the darkest forests of the region and to step into ancient crypts with the unmistakable stench of death and rotting flesh. Lovely places to earn a name for yourself. Be ready to face cutthroats, undead, fearsome tribes, and dreadful demons from other realms. You didn't find yourself as a mercenary without knowing how to crack a few skulls, did you? Oh, war das laut. Also das war gerade für mich auch zu laut. Holla, die Waldfee. Okay. Ja, wir sehen sehr düsteres Szenario. Das Intro fand ich mega cool. Allerdings hatten wir keine Untertitel. Ich guck gleich mal, ob wir noch Untertitel haben. Jetzt lese ich erstmal dieses Tutorial vor. Bevor du dich in die schreckliche Wildnis rund um Gloomhaven wagst, brauchst du mindestens 2 Söldner in deiner Gruppe, die tapfer oder gierig genug sind, ihr Leben für etwas Gold zu riskieren. Links siehst du das Gruppenmenü. Hier findest du Eckdaten der Söldner in deiner Gruppe. Klick auf den ersten Charakterplatz, um das Personalmenü zu öffnen. Ich muss sagen, Happy Hippos wirkt in so einem Szenario ja richtig, richtig gut, der Name. Passt nicht so, aber hey. Hat Stil, ja. Wir bringen ein bisschen Humor in die Totenwelt anscheinend. Ich schätze mal, da gehen wir als erstes hin. Okay. Fortfahren. Dann klicken wir mal auf diesen Platz. Im Personalmenü kannst du Söldner erstellen, sie untersuchen und deiner derzeitigen Gruppe hinzufügen. Es sieht derzeit ähnlich karg aus wie die Kupfernackenberge, also klicke auf neue Söldner, um deinen ersten Charakter zu erstellen. So, neuer Söldner. Als nächstes wählst du eine der Charakterklassen. Jede Klasse hat ihren ganz eigenen Spielstil und besondere Fertigkeiten. Im Spielverlauf erreichen Charaktere höhere Stufen und verdienen sich neue Fertigkeitskarten. Außerdem schaltest du weitere Klassen frei. Klicke auf eines der Porträts, um mehr über die Bewerber zu erfahren und wähle, wer dein erster Söldner sein soll. Okay. Wir haben die Barbaren. Ich will... Okay. Eine gute Wahl, doch auf das Äußere kommt es nicht an. Die Fertigkeitskarten eines Söldners bestimmen, welche Aktionen er im Kampf ausführen kann. Klicke auf Startfertigkeitskarten, um dich zu vergewissern, dass dies der richtige Söldner für deine Gruppe ist. Wenn du dir sicher bist, dann klicke auf Wähle Söldner, damit es weitergeht. Da, Startfertigkeitskarten. Gucken wir uns wirklich mal in Ruhe die Klassen an. Also Barbar. Der Barbar spielt seine Größe und Stärke aus, um mit riesigem Schwert und eindrucksvollem Schild gegen die Gegner das fürchten zu lernen. Barbaren werden am besten im Nahkampf in vorderster Linie eingesetzt, wo sie Schaden absorbieren und die anfälligeren Kämpfer, die aus der Entfernung Schaden zufügen, schützen können. Ja.
verschachtelter Satz liest sich schlecht. Also, man muss der erstmal den Satz feststellen. So, warte mal. Ja. Als Ausrüstung eignen sich Gegenstände, die sie länger am Leben halten. Das ist total witzig. Also, ab und zu, also ich hab mal so einen Schreibworkshop mitgemacht. Und, also so Kreativschreiben. Und da ist das wirklich so, man muss wirklich darauf achten, wie man Texte schreibt, wenn sie vorgelesen werden sollen oder wenn man es einfach still für sich liest. Verschachtelte Sätze sind super easy, wenn du sie für dich liest. Wenn du sie aber laut vorlesen musst, bist du als Vorleser, kannst ja nicht meist den ganzen Satz sofort überblicken und dann sind die Betonungen falsch. Deswegen, wenn man irgendwie Texte hat, die man vorlesen muss, eher kürzere Sätze, das hilft. Gut. Merke ich hier nämlich gerade an dem Satz. Start, Fertigkeitskarten. Okay, scheint wirklich ein Deckbilder zu sein. Ich bin dabei, ne? Finde ich voll interessant. Muss ich ehrlich sagen. Also, ja. Schildschlag, schützende Stärke, schnelle Beute, provozierendes Gewühl. Also, klingt tatsächlich wie so ein typischer Tank. Wobei ich einen Barbaren nicht so als Tank sehe, aber das kommt drauf an, wie man das auslegt, ne? Okay, was haben wir noch? Ein Tüftler. Tüftler sind Quartrills. Quartrills heißen die so? Die sich auf die Fertigkeit aller möglichen Geräte und Elixiere verstehen. Sie greifen häufig auf diese Mittel zurück, um in der Wildnis zu überleben und alte Kuriositäten zu entdecken. Tüftler sind eine der besten Starterklassen in einer größeren Gruppe und haben breit gefächerte Fertigkeiten, die sich gegen Gegner einsetzen werden oder Verbündete helfen können. Ihre Beschworenen können außerdem Verbündete entlasten, falls nötig. Annäherungsmine, harmloser Apparat, Flammenwerfer, Hakenkanone, Tintenbombe, Netzpistole, Betäubungsschuss, vitalisierendes Elixier, heilender Nebel, stärkendes Tonikum. Also das klingt tatsächlich wie so eine reine Supporterklasse, also Support im Fall von Gruppenheilung und Gegnerschwächung. Schurken. Schurken sind eigennützig und opportunistisch. Sie glauben, dass ihnen alles gehört, wonach ihnen der Sinn steht. Und sie schrecken vor nichts zurück, um dies umzusetzen. Sie tun sich besonders bei Nahkampfangriffen mit hohen Schaden hervor, wobei sie die einzelnen stehenden Zielen identifizieren und von engen Zusammenarbeit mit ihren Teammitgliedern profitieren. Aber Schurken sind Einzelkämpfer, also erwarte nicht, dass sie anderen Gruppenmitgliedern außer durch Töten ihrer Angreifer helfen. Wahrscheinlich mit der beste Damage-Dealer, also ich schätze mal, die Klassen sind ähnlich wie in anderen Spielen. Angriff unsichtbar, Entschärfe fallen. Ja. Okay. Felsenherz. Felsenherzen sind Savas, die ins Exil verbannt wurden, weil sie ein Element nicht meistern konnten. Ihr Kern ist zerschmettert, um sie lebenslang zu kennzeichnen. Ihre Fähigkeiten sind breit gefächert und sie haben eine recht gute Gesundheit, bieten sich also als Defensivkräfte im Nahkampf, als Offensivkräfte im Fernkampf oder zur Not auch als Heiler an. Um das meiste aus ihren Fertigkeiten herauszuholen, setzt du am besten vor allem Erdmana ein. Zertrümmernder Griff, Pendelschlag, Lavi, rollender Vorstoß, Steintunnel, Staubwirbel. Okay. Ja, wahrscheinlich entweder stehen sie vorne als Wand. Und stand ja auch so, dass sie eher offensiv im Fernkampf sind. Oh, guck mal, ich habe mir gar nicht die Stärken und Schwächen durchgelesen. Mache ich gleich nochmal in Ruhe. Spruchweberin. Spruchweber sind Antridenweisen, die mächtige Naturkräfte befehligen und in konzentrierte Angriffe verwandeln können. Sie können aus der Ferne großen Schaden zufügen, sind aber wegen ihrer niedrigen Gesundheit recht anfällig und werden aus dem dicksten Ta Kampfgetümmel besser rausgehalten.
Die wichtigste Fertigkeit der Spruchweber ist erfrischender Äther, mit dem sie bei einem Abenteuer mehr Karten als andere Charaktere verbrennen und zurückbekommen können. Allerdings sollten diese Fertigkeit nicht zu früh eingesetzt werden. Ja, wahrscheinlich typischer Magier, schätze ich mal. Klingt zumindest so. Und dann haben wir noch Gedankendieben. Gedankendiebe sind furchterregende Gegner mit mentalen Angriffen, scharfen Klingen und unzähligen kleinen Zähnen. Gedankendiebe haben ein einzigartiges Aufwertungssystem und können all ihre Nahkampfangriffe später auch ihre Fernangriffe durch Effekte ergänzen. Außerdem können sie Gegner kontrollieren und Helfer herbeirufen, was zahlreiche Spieloptionen ermöglicht. Aber behalte ihre niedrige Gesundheit im Blick. Startfertigkeitskarten. Schreckensklänge in der Nacht. Eisige Erscheinung. Okay. Gucken wir nochmal Stärken und Schwächen. Hier steht auch ja, wie schwer die wahrscheinlich zu spielen sind und welche Rolle sie einnehmen. Schwer, also sind schwer und Nahkampfschaden. Mächtige Aufwertungseffekte für Nahkampfangriffe. Gedankenkontrollefähigkeit kann Beschworene herbeirufen. Schwächen anfällig im Nahkampf, Aufwertungssystem recht komplex, werden oft in eine mit einer Riesenratte verwechselt. Okay, also ich schätze, die Gedankendieben lasse ich erstmal weg, weil ich das Spiel kennenlernen möchte. Und dann nehme ich lieber Klassen, die ein bisschen gelegener sind. Weil wenn sie eher für Nahkampfschaden sind, aber anfällig dafür sind, stelle ich mir das sehr interessant vor, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, aber am Anfang ziemlich schwer. Okay, ist auch schwer, Fernkampfschaden. Können aus der Ferne gut Schaden zufügen. Erfrischender Äther bringt verbrannte Karten zurück. Können schon früh aus der Ferne beschwören. Schwächen, niedrige Gesundheit, können sehr schnell sterben. Fordern neuen Spielern ein komplexes Fertigkeitsmanagement ab. Bei ihrer Kristallhaut sind gute Schneider schwer zu finden. Okay. Stärken der Schurken ist übrigens leicht und Nahkampf wieder. Hohe Mobilität, Potenzial für hohen Nahkampfschaden, können Gegner vergiften. Schwächen kaum Effekte, die Verbündeten helfen, wenig Verteidigungsfertigkeiten und niedrige Gesundheit. Versuchen immer, sich alles Gold unter den Nagel zu reißen. Felsenherz ist Mittel, ist Schaden und Unterstützung, also auch ein Supporter. Können Hindernisse ausstellen und mit ihnen interagieren. Vielseitig Nah- und Fernkampfoptionen, viele direkte Schadensfertigkeiten, um Schild und Nachteil zu umgehen. Auf keinem Gebiet besonders herausragend. Manche Fertigkeiten erfordern Hindernisse an bestimmten Orten. Ihr Gesicht ist nicht gerade ein offenes Buch. Ist auch Mittel- und Fernunterstützung, gute Fernfertigkeiten, effektive Heiler, zahlreiche Optionen. Sehr anfällig, schwächer in kleineren Teams, nicht gut im Öffnen von festen Verschlüssen. Okay, wir haben ja jetzt gleich erst nur noch eine Zweiergruppe. So, der Barbar. Halten dank hoher Gesundheit und Verteidigungsfertigkeiten einiges aus. Früher Zugriff auf Entwaffnen und Betäuben, sehr gut im Herumschubsen von Gegnern. Niedrige Mobilität, schwache Fernangriffe. Nicht als geistreiche Gesprächspartner bekannt. Ich bin ja... Also ich hätte schon gern einen Fernkämpfer dabei. Und ich glaube, ich würde mich erstmal von den beiden Klassen hier fernhalten. Und ich würde vielleicht den Barbaren nehmen und ist aber auch Nahkampf. Dann nehmen wir einen Barbaren oder kriegt einen Namen. Wie heißt der denn? Ich brauche einen guten Namen für einen Barbaren. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir schon vorher Gedanken über Barbaren gemacht. Ich nehme immer Namen, die nicht so passen. Dann ist das, wir gehen mal Richtung nordische Namen.
Guck mal, der. Wir gehen auf die Wikinger. Ich glaube, der wird mit K geschrieben, ne? Der Wikinger Erik der Rote. Okay, oh. Die persönliche Quest für Söldner, der wahre Grund, auf ein Abenteuer zu gehen. Sobald dieses Ziel erfüllt ist, begibt sich der Söldner in den Ruhestand. Achtung, Söldner in Ruhestand stehen nicht mehr als spielbare Charaktere zur Verfügung. Trophäenjagd. Töte 20 verschiedene Arten von Monstern des Basisspiels. Du erinnerst dich an den Moment, als zum ersten Mal ein Pfeil von deiner Bogensehne schnellte und einem Reh das Herz durchbohrte. Das Gefühl, die Beute in ihrem eigenen Revier zu besiegen. Aber Rehe sind so ein leichter Fang. Da draußen. Kann ich hier nicht scrollen? In der Wildnis gibt es weitaus reizvollere Beute. Töte 20 verschiedene Arten, okay. Voller Frömmigkeit. Spende 120 Gold an den Tempel der großen Eiche. Die elende Stadt Gloomhaven ist eine Grube des Lasters und der Gier. Du fühlst, wie sich deine Lungen mit Bösem füllen, wenn du nur die Luft dort atmest. Dennoch hast du dich bereit erklärt, dem noch jungen Tempel der großen Eiche zu helfen. Also musst du stark sein. Du wirst in diesem Sündenpfuhl reisen und dein Möglichstes tun, um... Weiter kann ich... Ach, vielleicht sollte ich hier drüben. So bitter ein Abschied auch sein mag, gibt er der Gruppe auch neue Perspektiven. Das Erfüllen von persönlichen Quests und das Erreichen des Ruhestands ist der wichtigste Weg, um neue Charakterklassen freizuschalten. Ah, okay, also das... Jetzt kann ich auch lesen. Also, in den Sündenpfuhl zu reisen und dein Möglichstes zu tun, um das einzige Leuchtfeuer der Hoffnung in dieser Stadt zu entfachen. Wohlstand und irgendeine Charakterklasse. Und hier hast du... Und du willst sie dir nicht entgehen lassen. Du gehst nicht auf die Jagd, um zu töten. Du tötest, weil es zur Jagd gehört. Auch eine Klasse und Wohlstand. Wir nehmen mal, das passt glaube ich ein bisschen besser zum Barbaren, die Trophäenjagd. So, Erik ist der Gruppe beigetreten. Und irgendwie sind die Sounds ultra leise. So, der erste Söldner ist an Bord, aber du brauchst mindestens 2 Söldner, um das Abenteuer zu bestehen. Es ist wichtig, eine Gruppe von Söldnern zusammenzustellen, die sich im Kampf gut ergänzen. Klicke auf den 2. Charakterplatz im Gruppenmenü, um einen neuen Charakter zu entstellen. Bitte beachte bitte, dass nur ein Vertreter jeder Charakterklasse in der Gruppe sein darf. Wähle deshalb eine andere Klasse als bei deinem ersten Charakter. Okay, hätte ich so oder so gemacht. Dann nehmen wir das Felsenherz. Der heißt Hector. Sieht Hector mit C besser aus oder mit K? Ich glaube mit C, ne? Also, was haben wir hier? Ewige Wanderschaft. Schließe 15 verschiedene Basisspielszenarien ab. Es gibt viel zu sehen in dieser Welt. So viele unglaublich schöne Orte, verschneite Berggipfel, vergessene Inseln, Kristallhöhen. Diese wundersamen Anblicke sind sicher nicht durch Zufall entstanden. Du möchtest diese Orte besuchen und über ihre Existenz meditieren. Vielleicht erhältst du so auch tiefere Einblicke in deine eigene Existenz. Okay, leider weiß ich nicht, was diese Klassen dann sind. So, werftes Fleisch. Töte 15 Ratzenspeer oder Ratzenschaman. Ein stiller Säugling zwischen den verkohlten Überresten eines einst blühenden Dorfes. Dein Schweigen hat dir das Leben gerettet. Die Dorfbewohner waren gewarnt, dass die Gegend nicht sicher ist, aber sie haben trotzdem dort gebaut. Dann kamen die Ratzen und schlachteten alles ab. Alle bis auf den Säugling. Doch jetzt ist dieser Säugling erwachsen und will Rache. Wir nehmen mal, ich finde das Symbol sieht interessanter aus, deswegen nehme ich die ewige Wanderschaft. So, Hector ist da. Jetzt bist du bereit, ins Abenteuer zu ziehen. Wenn du mit deiner derzeitigen Gruppe zufrieden bist, dann klicke auf die Bildschirmmitte, um das Personalmenü zu schließen und zur Weltkarte zurückzukehren. Bildschirmmitte. Geklickt. So. Bevor du dich auf deine erste Quest begibst, solltest du deine Söldner ausrüsten. Schließlich könnte es gefährlich werden. Jeder einzelne Söldner verfügt über einen kleinen Goldvorrat. Damit solltest du zum Händler gehen und schöne Dinge kaufen, welche die Überlebenschancen deines Personals verbessern. Okay, Händler.
Denk daran, dass jeder Söldner seinen eigenen Goldvorrat und sein persönliches Inventar hat. Du solltest deshalb auf das Porträt des richtigen Söldners klicken, bevor du einen Gegenstand kaufst. Okay. Er hat 30 Gold. Was? Warte mal, was hat er denn im Inventar? Noch gar nichts. Okay. Dann gucken wir doch mal, was er so hat. Körper, Fellrüstung. Erhalte gegen die nächsten zwei Schadensquellen bei Angriffen, die dich anvisieren, Schild. Hinzufügen, was heißt der minus 1? Minus 1 Kampfstärke? Lederrüstung. Wenn du die nächsten beiden Male angegriffen wirst, erhält der Angreifer Nachteil für diesen Angriff. Also ich glaube, die Fellrüstung klingt schon ein bisschen sinnvoller. Dann haben wir Dreieckschild. Wenn du durch einen Angriff Schaden erleidest, erhältst du Schild für den Angriff. Gar nicht so falsch. Was heißt das hier unten? Ich kann keine Karten spielen. Okay, ich würde sagen, wir nehmen den Schild und wir nehmen einfach einen kleinen Heiltrank noch dazu. Gegenstand kaufen. Rüsten wir mal das Dreiecksschild aus. Und dann wollten wir noch einen kleinen Heiltrank kaufen. Zubehör. Einen Platz haben wir. Packen wir den kleinen Heiltrank mal hin. So, dann der Hector. Ich weiß halt gar nicht, mit was der kämpfen kann. Der ist ja eher so ein bisschen Richtung Support. Die Waffe ist sehr teuer. Dann nehmen wir doch mal die Fellrüstung. Ah, okay. Das sind Modifikatoren. Ah, Angriffsmodifikatoren. Bei der Ausführung einer Angriffsfertigkeit wird für jedes einzelne Ziel des Angriffs eine Angriffsmodifikatorkarte gezogen. Okay. Wollte ich nur mal kurz nachgucken. So, dann gehen wir nochmal ins Inventar. Wir haben ja noch ein bisschen Gold. Dann holen wir uns auf jeden Fall nochmal einen Heiltrank. Ich gehe erstmal auf Heilung, weil meistens ist Heilung das, was man so braucht. Was haben wir denn hier noch so? Achso. Wanderstiefel. So eine Rüstung haben wir schon. Eisenhelm. Wenn du angegriffen wirst, gilt jeder gezogene mal zwei Angriffsmodifikator des Gegners stattdessen als 0. Ach komm, nehmen wir noch einen Helm. Ich weiß nicht, wie wichtig das, also wie. Kann ich halt noch nicht sagen. Aber wir probieren es einfach mal aus. So, wir sind ausgerüstet. Okay. Gloomhaven ist nicht gerade für seine rücksichtsvollen Bewohner und guten Samariter bekannt. Doch die Straßen der Stadt bieten einige Attraktionen. Du kannst an Stadtbegegnungen teilnehmen, indem du unten auf diesen Marker klickst. Da hier gute Belohnungen winken, solltest du die Gelegenheit bei jedem Stadtbesuch wahrnehmen. Okay. Wenn dir mal eine Quest zu schwer vorkommt, dann statte dem Tempel der großen Eiche einen Besuch ab. Hier kannst du gesegnet werden, was natürlich seinen Preis hat. Klicke unten auf diesen Marker, um den Tempel zu betreten. Der Schauplatz der ersten Quest befindet sich etwas nördlich von Gloomhaven und ist mit einem Symbol markiert. Im Spielverlauf erscheinen immer mehr Questorte auf der Karte. Du kannst sie alle im Quest Journal verfolgen,
das sich auf der rechten Bildschirmhälfte befindet. Klicke auf das Schwarzgrab oder den Eintrag im Quest Journal, um die Quest zu wählen. Du kannst eine Quest mit bis zu 4 Söldnern bestreiten. Aber je mehr du mitnimmst, desto gefährlicher wird die Quest. Sobald du die Quest gestartet hast, kannst du die Gruppenmitglieder bis zu deiner Rückkehr nach Gloomhaven nicht austauschen. Okay, erstmal mache ich das Inventar hier zu. Und wir gehen mal in die Stadtbegegnung. Das blinkt mich hier nämlich richtig wild an. Oh, so ein bisschen. Oh, ich muss sagen, also so wie das Spiel aufgebaut ist, klingt das echt gar nicht oder fühlt sich das nicht schlecht an. Scheint relativ komplex zu sein. Deswegen ist wahrscheinlich jetzt hier das Tutorial relativ lang. Ich mache auch das Video dann dementsprechend lang, dass wir ein bisschen questen gehen können, ne? Nicht, dass ich jetzt noch eine halbe Stunde hier mit euch Tutorial durchlabere und dann beende ich das Video und ihr habt gar nichts gesehen. Bei einem Einkauf auf dem versunkenen Markt wandert eure Hand instinktiv zu eurem Geldbeutel. Er ist weg. Eure Augen gleiten über die Menge und ihr seht eine kleine Ratze, die von euch weg zu einem Kanalgitter sprintet. Hinterher, ihr lasst euch nicht so einfach bestehlen, schießt mit Pfeil und Bogen auf sie, bevor sie durch das Gitter verschwindet. Ich laufe erstmal hinterher. Die Ratze verschwindet in der Kanalisation und ihr verfolgt sie. Doch nach ein paar Minuten habt ihr euch verirrt und müsst aufgeben. Oh, minus 5 Gold jeweils. Ach, wie witzig. Ja, richtig cool. So, hier ist die Quest. Schwarzgrab, beginne deine erste Quest. Totenhain, Hauptquest. Tempel, Händler, Gruppen. Okay. Nee, wir reisen jetzt mal zum Schwarzgrab. Warte mal, wo konnte ich das nachgucken? Habe ich sowas wie J? Nee, ne? Huch! Das wäre ein guter Zeitpunkt, um einen Blick auf Fertigkeitskarten und Inventare der Söldner zu werfen. Schließlich wollen wir sicherstellen, dass sie für den Kampf gerüstet sind. Die Questbeschreibung verrät dir, welche Gegner dich dort erwarten. Fahre mit der Maus über den Namen, um ihre Werte zu sehen. Gesundheit 5, Bewegung 2, Angriff 2, Reichweite 4. Gesundheit 6, Bewegung 3. Ziel angeboren, Schild angeboren. Töte alle Gegner in allen Räumen. Nicht abgeholt, eine Schatztruhe. Ja, reisen wir mal hin, ne? Also wir haben uns ja ausgerüstet. Wir können natürlich unsere Fertigkeitskarten mal angucken. 10 sind ausgerüstet. Ah, da kann man wahrscheinlich selbst aussuchen, welche man haben möchte. Wenn Söldner eine Stufe aufsteigen, schalten sie neue, stärkere Fertigkeitskarten frei. Achte auf Synergien zwischen den Fertigkeitskarten und passe deine Hand an die nächsten Gegnertypen an. Die richtigen Karten für jeweilige Gegner parat zu haben, bedeutet womöglich den Unterschied zwischen Leben und Tod. Okay, ah, die kriegen wir erst, wenn wir aufsteigen. Sehe ich das richtig? Oder sind das welche, die wir einfach nicht ausgerüstet haben? Im Fertigkeitenmenü kannst du das Kartendeck editieren, mit dem du ein Verlies betrittst. Die Anzahl der mitgeführten Karten ist von Söldner zu Söldner unterschiedlich. Eine vollständige Hand ist nötig, um auf das Abenteuer zu gehen. Fahre mit der Maus über die Fertigkeiten, um deren vollständigen Beschreibung zu sehen. Ah. Trampeln. Angriff. Durchstechen. Also ich schätze mal, oben von der Karte steht die Hauptfertigkeit und unten ist das sowas wie ein Nebeneffekt. Funkschlag. Also ich würde erstmal... Huch. Hier wollte ich gucken. Ich würde tatsächlich erstmal die Standardkarten hier ausgerüstet lassen. Ich will nämlich jetzt endlich mal kämpfen. Und wenn man auch mehr weiß, was was macht, also das muss man, glaube ich, auch eher ausprobieren, kriegt man auch einen besseren Überblick und weiß, was man will. Everyone needs to eat. Whatever your reason for coming to Gloomhaven, out here on the edge of the world, that simple fact is never going to change. A mercenary can't fight on an empty stomach. So when Jexera, a Valrath woman wearing a red cloak and enough gold jewelry to keep you fed for a decade,
approaches you in the Sleeping Lion and offers to pay you 10 gold coins to track down a thief and retrieve some stolen goods. Well, seems like as good an excuse as any to sober up and start paying off your tab. This thief has taken some important documents, says the red-skinned merchant, her tail whipping about in agitation. I don't care what you do to him. Just bring back what is mine. Based on Jaxera's description, it was easy enough to knock around a few alley thugs and get a location of the thieves' hideout. You don't find yourself as a mercenary way out in Gloomhaven without knowing how to crack a few skulls. So your target is the Black Barrow. Sounds like a lovely place. Okay, wie cool, dass das vertont ist. Begegnung. Ihr kämpft euch gerade durch dichtes Unterholz, als ihr eine Reihe von Waldtieren bemerkt, die in die entgegengesetzte Richtung fliehen. Mäuse, Eichhörnchen, Wiesel und sie alle scheinen vor etwas davon zu laufen. Ihr habt eine beunruhigende Vorahnung, als ihr Rauch in der Luft fliegt. Also wir können entweder den Tieren folgen oder weitergehen. Nee, weiter. Oh. Achso, sammle 3 Verstärkungspunkte, um eine Verstärkung freizuschalten. Verstärkungen sind sehr nützlich, denn sie erlauben es dir, die Angriffsmodifikatoren-Deck deines Söldners zu editieren. Als ihr das Feuer seht, ist es zu spät. Ein großer Waldbrand wütet um euch herum. Ihr versucht zu fliehen, zieht euch dabei aber einige ernsthafte Wunden und eine Rauchvergiftung zu. Mindestens 1 Verstärkungspunkt, du wurdest verwundet. Alle Charaktere beginnen das nächste Szenario mit 3 Schaden. Ich glaube, ich reite uns hier gleich in irgendwas rein. The hill is easy enough to find. A short journey past the New Market Gate, and you see it jutting out on the edge of the Corpse Wood, looking like a rat under a rug. Moving closer, you see the mound is formed from a black earth. Its small, overgrown entrance presents a worn set of stone stairs leading down into the darkness. As you descend, you gratefully notice light emanating from below. Unfortunately, the light is accompanied by the unmistakable stench of death. You contemplate what kind of thieves would make their camp in such a horrid place as you reach the bottom of the steps. Here, you find your answer. A rough group of cutthroats who don't seem to have taken very kindly to your sudden appearance. One in the back matches the description of your quarry. Okay, also vor dem Betreten des Verlieses wählt jeder Söldner eines von 2 Kampfzielen. Ein Kampfziel ist eine verborgene Zusatzaufgabe, die im Verlies erledigt werden kann. Wenn der Söldner scheitert, hat das keine negativen Auswirkungen, aber wird das Ziel erfüllt, erhält er die angezeigten Belohnungen. Okay, entweder plündere während des Szenarios mindestens 5 Goldhaufen. Lass nicht zu, dass Verbündete während des Szenarios erschöpft werden. Ich glaube, das Plündern klingt im ersten Moment ein bisschen einfacher. Und Hector hat täte während des Szenarios mindestens 5 Monster, erhalte während des Szenarios höchstens 7 Erfahrungspunkte. Ne, dann nehmen wir sadistisch. Also ich nehme jetzt erstmal das, was einfacher klingt. Okay, Verlies betreten. Endlich geht's los. Also ich finde es schön, wenn das alles ordentlich erklärt wird, so wie hier. Take care of these unfortunates, your target says, backing out of the room. You can vaguely make out his silhouette as he retreats down a hallway and through a door to his left. Wenn das schön so erklärt wird, wie das jetzt gerade ist, aber irgendwann möchte man dann ja auch kämpfen, ne? Irgendwann will man das einfach. Well, it's not every day we get people stupid enough to hand-deliver their valuables to us, grins one of the larger bandits, unsheathing a rusty blade. We'll be killing you now. Joke's on them.
If you had any valuables, you probably wouldn't be down here in the first place. Okay. Wir sind dran. Sehe ich eigentlich... Also, okay, ich kann mich bewegen. Also, wähle für jeden Helden 2 Fertigkeitskarten oder Raste. Angriff, entwaffnen. Jeder Gegner, der in dieser Runde einen an dich angrenzenden Verbündeten anvisiert, greift mit diesem Angriff unabhängig von der Reichweite stattdessen dich an. Okay. Schildschlag. Angriff und Betäubung. Schild selbst. Finde ich ganz gut. Vergeltung. 2. Erhält selbst. Erhalte irgendwas für jede deiner Vergeltung in dieser Runde. Heilung. Ich glaube, ich nehme erstmal den Schildschlag. Achso, muss ich mich bewegen? Ich nehme erstmal die Karte. Oh, wird danach die Inni ausgewürfelt? Springen. Ich nehme mal den Sprungspalter. Geht nicht? Doch. Ah, und jetzt er. Hier, einen Schaden will ich gerade nicht. Okay. Angriff. Oh, Lähmung finde ich ganz gut. Und den Erdklumpen nehmen wir mal. Auswahl beenden. Aha, so baut sich dann halt alles hier auf. Aua. Okay, muss ich jetzt... Wo war hier die geschlossene Tür? Boah, ich bin gerade so ein bisschen, was passiert hier? Ich nehme Auge um Auge. Nee, das will ich ja nicht verbrennen. Warte mal, wir nehmen mal das. Will ich gar nicht wählen. Kann ich die auch wieder abwählen? Wähle eine weitere. Das schnelle Beute will ich. Verbrennen. Aber kann ich mich... irgendwie bewegen. Achso, jetzt kann ich. Ah, okay. Das bringt noch nichts. Rückgängig machen. Hoch. Also das Kämpfen kommt mir gerade noch so ein bisschen komisch vor. Direkt bewegen kann ich mich. Ich heile mich jetzt einfach. Ziele bestätigen. Okay. Und was ist, wenn ich das mache? Ziele bestätigen. Ah, wir haben... Ah, okay. Jetzt verstehe ich die Karten. Wir haben unten eine Fähigkeit und oben eine Fähigkeit. Das kann ich jetzt nicht mehr machen. Das kann ich auch nicht machen. Das heißt, Angriff überspringen. Zug von Barbar beenden. Schön, dass ich hier ankomme. Aua.
machen die alle keinen Schaden? Verfügbare Karte verbrennen. Nehmen wir mal riesiger Fels, verbrennen wir mal. Okay. Wir könnten angreifen. Gehen wir mal auf ihn. Warum passt das nicht? Ah. Ziel bestätigen. Haben wir zwei Schaden gemacht. Okay. Und dann könnten wir noch heilen. Ziele bestätigen. Okay. Zug beenden. Okay. Ah, wenn man rastet, kann man halt Karten wieder zurückgewinnen, die man verbrannt hat. Nee, die man abgeworfen hat. Abgeworfen hat. Erneuere alle deine abgenutzten Gegenstandskarten. Aha, okay, provozieren das Gebrüll. Auge um Auge ist Heilung, Vergeltung, Angriff. Dann nehmen wir mal den Zusatzdolch. Und jetzt stehen sie ja direkt vor uns. Da können wir ja mal ein bisschen, ne? Schaden raushauen. Angriff. Lawine nehmen wir mal. Und das instabile Beben. Okay, fortfahren. Zug von Baba. Angriff 6. Könnten wir auf ihn gehen. Dann würden wir vielleicht auch... Oder wir machen einen schon kaputt. Können wir probieren, den kaputt zu machen. Ja, sehr schön. Die Modifikatoren ploppen immer auf. Das ist diese Zahl, die dann kurz vorher ist. Kann ich das nehmen? Ja, da muss ich mich bestimmt für bewegen, ne? Habe ich gerade nicht. Okay, Ziel bestätigen. Versuche erstmal die kaputt zu machen. So, Zug von Baba beenden. Aua. Achso, Karte verbrennen. Zwei abgeworfene Karten verbrennen. Brauch halt Bewegungskarten jetzt demnächst. Dann nehmen wir mal die schützende Stärke weg. Ja. Was hat er gemacht? Zwei Schaden können wir eigentlich erhalten, ne? Okay. Dann greifen wir ihn mal an. Und der ist kaputt. Und... Aktion bestätigen. Da hätten wir lieber Schaden. Die Hindernisse will ich nicht. Kann ich nicht auch irgendwo den Dings überspringen? Ich meine, ich kann ja auch heilen. Fertigkeit überspringen. Aktion bestätigen. Steht jetzt hier ein Hindernis?
Okay. Ich dachte, man kann auch so Sachen überspringen. So, wir brauchen jetzt Bewegung. Hier ist einmal Bewegung und hier in den Schwungschlag und das Trampeln. Bei ihm. Können wir mal Heilung nehmen? Und den Steintunnel. Jetzt fängt der an. Oh, der hat jetzt zwei Rüstungen. Oh! Wir sind gestorben? Nee, wir müssen eine Karte verbrennen. Okay. Nochmal hier hin. Geht das? Bewegung bestätigen. Und dann heilen wir hier mal. Aber anscheinend haben wir nicht geheilt. Okay, ich verstehe hier noch nicht alles. Hier haben wir Bewegung 4. 2, 3. Da würden wir drauf landen. Dann. Aber sammelt er das dann nicht auf? Angriff. So, Ziele bestätigen. Ah, jetzt sammelt er das auf. Aha. Okay. So, verbrenne. Ne, wir nehmen mal die lange Rast. Die lange Rast. Warum kann ich die lange Rast denn nicht machen? Ja. Schwungschlag verbrennen, ja. Okay. Ich verstehe noch nicht alles so richtig. Wir nehmen den Sprungspalter und den Zusatzdolch. Und... Ach, guck mal, das kann er. Dann machen wir bei ihm mal die lange Rast. Aua, der haut aber auch rein, der Herr hier. Nee, wir müssen eine Karte verbrennen. Den Schildschlag. So, Bewegung. 1, 2, 3. Und einen Angriff auf hier. Nur einen Schaden gemacht, das ist natürlich nicht gut. Aber Gold gesammelt. So, lange Rast. Ah, das ist eine Karte quasi, okay. So, ich muss noch das verbrennen wir mal. Runde 5. Und Auge um Auge. Ah ne, lange Rast. Warum kann ich das bei ihm denn nicht machen? So, wir... Oder kann ich das mit anwählen? Ja, jetzt habe ich 2, okay. Heilung könnten wir nochmal nehmen und wir brauchen nochmal ein bisschen Angriff. Dann nehmen wir doch mal den, die Lawine. Fortfahren.
Dann sind wir erstmal dran. Dann können wir doch die Heilung mal auf ihn hauen. Aber dann haben wir hierfür nicht mehr, okay. Dann müssen wir hier irgendwie... Hauen wir hier einfach mal alles hin. Kann der Herr halt nicht weglaufen. Ja, 3 Schaden können wir erhalten. So, jetzt macht die lange Rast. Doch, wobei, wir brauchen die Karten wieder, ne? Irgendwas müssen... Nee, hier müssen wir irgendwas verbrennen. Nehmen wir mal das. Auge um Auge und Zusatzdolch. Und du nimmst mal den... Rater. Den Pendelschlag. Fortfahren. Also, so ein Kämpfchen dauert hier ganz schön lange. So, der hat jetzt wieder 2 Schild. Rafft sich wahrscheinlich die ganze Zeit. So, wir versuchen aber einfach mal ganz in Ruhe anzugreifen. Dann kann ich leider nur Heilung nehmen. Also ich verstehe halt die ganzen Mechaniken noch nicht so, wie wann man was machen darf und wann nicht. Warum wird die Musik dann plötzlich so laut? Bewegung möchte ich, glaube ich, lieber erstmal. Huch, ja, rückgängig machen. Anscheinend funktioniert das nicht so. Kann ich hier Ziele bestätigen? Sehr schön. Okay, dann rufen wir uns mal. Okay, kurze Rast. Ja. Neu ziehen. Jetzt muss ich verbrenne Auge um Auge. Oh. Ich bin erschöpft. Dann nehmen wir den Pendel. Nee, Kann ich denn jetzt hier nicht was nehmen? Achso, die ist erschöpft. Ah, okay. Wo sehe ich denn meine Erschöpfung eigentlich? So, fortfahren. So, dann greifen wir hier mal an. Keinen Schaden gemacht. Haben wir Bewegung 3. Ich glaube, ich laufe mal ein bisschen weg, dass der ankommen muss. Weil wir können ja auch anscheinend also kurze Rast, ja. Ja, Klumpen verbrannt. So, den können wir nicht. Angriff. Und Lawine nehmen wir mal. Ich hoffe, da kriege ich jetzt nicht noch ein Schild. So, Angriff. Ziel bestätigen. Schon wieder 0 Schaden. Wie kriege ich denn Schaden auf diesen Typen drauf?
So. Laubwirbel und Ersatzmunition. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt kaputt bekommen. Ich hätte vielleicht eine andere Taktik wählen müssen. Der kriegt die ganze Zeit keinen Schaden. Das ist ja schrecklich. Jetzt hat er irgendeinen Effekt drauf. Verwirrung. Okay, erhält einen Nachteil. Dann laufen wir mal hier hin. Nehmen wir die lange Rast. Habe ich eigentlich den anderen jetzt verloren oder ist er einfach nur erschöpft? Ich weiß nicht, ob ich ihn gerade einfach getötet habe. Boah, 4 Schaden. Jetzt hat der 2 Schaden bekommen. Dann heilen wir uns mal. Der Angriff. Nehmen wir mal die Ersatzmunition. So, Angriff. Und Angriff. So, Schaden erhalten und er ist tot. So, jetzt können wir uns noch bewegen. Angriff überspringen. Das muss ich. Ah, ich muss zur Tür kommen, ne? Aber ich kann mich nicht bewegen anscheinend. Jetzt. Das Gold würde ich eigentlich schon Fertigkeit überspringen. Jetzt sind wir auch erschöpft. Ich brauche mehr Kampftutorials. Ah, Niederlage. Oha. Okay, erlittener Schaden. Und wir probieren es jetzt noch einmal erneut. Mit hoffentlich ein bisschen mehr Wissen. Also eben die Map haben sie... Warte, das klicke ich einmal durch. Die Map haben sie super krass erklärt. Jetzt im Kampf, was bedeutet? Gar nicht. Ich weiß halt nicht, hier stehen ja Zahlen. Was diese Zahl... Initiative. Aber wann weiß ich denn, wann jemand erschöpft ist? Standardbewegung. Du führst anstelle der unteren Aktion eine Bewegung. Ah, das kann man auch anklicken. Aha. Wir brauchen erstmal... Wird vielleicht... schützende Stärke einmal nehmen. Und vielleicht das Bewegen. Und bei ihm... Vielleicht eine Fähigkeit, die schon ein bisschen Reichweite hat. Ja, das ist Heilung. Hier der Erdklumpen. Und den Pendelschlag. So. Wir haben aber, theoretisch verstehe ich jetzt so, sie haben eine Initiative von 50, aber irgendwie sind sie nicht als erstes dran. Fängt die niedrigste Initiative an? Also kann ja alles gerne sein. Dann buffen wir uns einmal. Angriff. Da müssen wir den Angriff über... Wir können auch... Warte mal. Nee, die andere Hälfte haben wir nicht. Angriff überspringen. Zug von Barbar beenden. So, dann hätte ich gerne Angriff. Wir gehen schon auf ihn, weil er war ja der Böse.
Ziel bestätigen. Er hat schon mal Schaden bekommen. Standardbewegung. Zwei Aktionen, okay. Danach wird die Karte abgeworfen. Abwerfen ist ja nicht so schlimm. Verbrennen ist ja das Schlimme. Nehmen wir mal das Vergeltung. Also erstmal ein bisschen buffen ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Zwei Schaden. Schützende Stärke. Oh, guck mal, hier haben wir auch ein Schild. Schaden erhalten. Ah, okay, ich muss das aktivieren. Dann kriege ich zwei Schild und kriege eigentlich keinen Schaden. Aua! Schützende Stärke. Schaden erhalten. Wir müssen sonst gleich einfach mal dann heilen. Okay. Die können wir anscheinend gerade nicht nehmen. Die ist, glaube ich, durch. So, wir hätten provozierendes Gebrüll. Da hätten wir Angriff plus Entwaffnen. Und ich glaube, Entwaffnen ist gar nicht so verkehrt. Und dann nehmen wir nochmal Auge um Auge. So. Er nimmt jetzt mal was, was gut. Können wir einmal die Heilung mit reinnehmen? Wobei wir haben bei dem anderen schon Heilung. Ich würde jetzt gerne lieber noch was mit Angriff. Genau, zertrümmernder Griff. Und den Krater. Okay. Wir fangen wieder an. Dann würde ich mal sagen, wir entwaffnen ihn hier. So, der ist jetzt entwaffnet. Entwaffnen. Ein entwaffneter Charakter kann während seines Zuges keine Angrifffertigkeiten ausführen. Am Ende seines nächsten Zuges wird der Entwaffnungszustand entfernt. Und dann heilen wir uns einmal. Zug von Barbar beenden. So, Angriff. Und dann haben wir noch die Lähmung mit drin. Ziel bestätigen. Sehr schön. Lähmung kann während des keine Bewegungsfähigkeit ausführen. Also, alle angrenzenden Verbündeten und Gegner erleiden einen Schaden. Bewegung 4. Springen. Alle angrenzenden Verbündeten erleiden einen Schaden. Element verbraucht Erde. Ich glaube, ich würde mich lieber dann jetzt einmal bewegen. Nach da. Zug von Felsherz beenden. Aua. Das können wir noch einmal wählen. Dann kriegen wir nur einen Schaden. Das können wir nochmal. Kriegen wir auch nur einen Schaden. Und jetzt sind wir dran. Okay. Schildschlag könnten wir nehmen. Und den Zusatzdolch. Ja, machen wir mal. Zusatzdolch und Schildschlag. Und er hat da was Fernkampfmäßiges. Heilung. Also Heilung könnten wir auch mal reinnehmen. Und den Staubwirbel nehmen wir mal. So, wir sind wieder als erstes dran. Angriff 2, Angriff Betäubung. Dann gehen wir mal auf ihn. Mit zwei Schaden gemacht. Betäubt. Betäubter Charakter. Keine Fertigkeiten ausführen. Und dann nochmal Angriff plus 2. Können wir auch auf ihn gehen. Gehen wir mal auf ihn. So.
Wollen wir zur Not noch den Heiltrank? Nee. Wir haben ja ihn jetzt mit Heilung. Ah, kommen wir nicht ran. Dann kann ich machen. Komme ich hier so ran? So könnte ich rankommen. Ziele bestätigen. Den töten wir auf jeden Fall. Oder auch nicht. Weil wir den Modifikator minus 1 hatten. Na toll. Und Bewegung, alle angrenzenden erleiden Schaden. Gehen wir mal hier hin. Aktionen bestätigen. Okay. Sehr schön. Zug beenden. Ich habe halt ein bisschen Angst um ihn. Dann riskiere ich nochmal 2 Schaden. Und wir sind dran. Kurze Rast. Schnelle Beute. Hier, guck mal, wir nehmen mal schnelle Beute. Und trampeln. Und er nimmt mal... Haben wir noch das Heilding? Nee. Riesiger Fels. Oh, jetzt sind wir wahrscheinlich als letztes dran. Und die Lawine. Ja. Jetzt muss ich wahrscheinlich mal eine Karte verbrennen. Dann den überwältigenden Ansturm. Zwei Schaden. Okay, 2 Schaden behalte ich mal. So. Was ist, wenn ich jetzt hier Beute mache? Aktion bestätigen. Und dann Bewegung und 2 Angriffe. 1, 2, 3, 4. Bewegung bestätigen. Und dann heile ich mich sicherheitshalber mal. Es läuft jetzt ja besser. Zumindest habe ich das Gefühl, das läuft besser. Können wir erst uns bewegen und dann die Karte spielen? Das sieht gut aus. Hoch, rückgängig machen. Also 1, 2, 3. Ja. Laufen wir mal hier so lang. Und Angriff. Und dann müsste ich ja die beiden treffen. Einer ist tot, der andere steht noch. Sehr schön. Da liegt Gold. Der hat nur noch die Karte. Aber das ist bewegen. Und dann können wir ja noch die langen Rasten. Oder kurze Rast. Ja. Setzt euch. Okay, wird verbrannt. So, ich hätte gern einmal die Bewegung. Und das als... Ne? Und dann haben wir ihn. Ersatzmunition und Steintunnel. Wird schon schief gehen. Okay, wir sind trotzdem als erstes dran. Das finde ich ganz gut. Muss ich eigentlich auf dem Feld enden, um das Gold einzusammeln? Ich schätze mal schon. Ne? 1, 2. Oder komme ich gar nicht hin? Wegpunkt löschen. 2, 3. Und dann können wir Angriff, Ziele bestätigen.
Zug von Barbar beenden. Und wir haben Gold gesammelt. Ein Schaden, ja, den können wir erhalten. Und du hast du... Der hat nur Bewegungssachen. So, also will ja 5 laufen. 1, 2, 3, 5. Und dann buffen wir uns. Und dann beenden wir den Zug. Dann nehmen wir hier mal die Heilung mit. Ah, provozierendes Gebrüll ist wieder da. Schnelle Beute. So, er müsste jetzt eigentlich nur eine kurze Rast machen. Ja, meinetwegen riesiger Fels. Hier Angriff und Erdklumpen. Fortfahren. Also dann heilen wir uns mal. Wenn wir das machen, Fertigkeit überspringen und Zug von Barbar beenden. Und du greifst ihn jetzt an. Und wir haben es geschafft. Dann können wir ihn nochmal heilen. Und dann müssen wir wahrscheinlich bis zur Tür kommen. Kurze Rast. Ja gut, rennen wir den Sprungspalter. Können wir nämlich das machen, schnelle Beute und Schwungschlag. Und... Ah nein. Hier haben wir Bewegung und hier haben wir Bewegung. Dann darf er sich doch mal nach dort bewegen. Aber wobei, wir haben ja auch immer die Standardbewegung, ne? Darf ich nicht vergessen. Dann Angriff überspringen. Dann beenden wir den Zug. Er erbeutet mal das hier. Und dann sollte er sich ja... bis dort Tür öffnen. Bewegen können. Okay. 7 überspringen. Zug von Barbar beenden. Ja. Ja. Hey, wir haben kaum noch Karten. Das heißt, wir machen mal eine lange Rast. Und du machst auch mal eine lange Rast. Fortfahren. Zwei abgeworfene Karten verbrennen? Nee. Eine verfügbare Karte verbrennen? Nee, wir haben ja kaum noch Karten. Müssen wir leider 3 Schaden erhalten. Natürlich jetzt echt doof. Okay, Heilung. Lange Rast machen. Ich muss irgendwas verbrennen. Okay, er macht auch eine lange Rast. Und wir verbrennen hier mal. Jetzt hat schon mal einen Griff.
So, dann haben wir. Ich frage mich gerade, können wir um unsere Verbündeten rumlaufen? Wenn nicht, nehmen wir einfach mal die Bewegung und Auge und um Auge. Und er nimmt Krater, Staubwirbel. Vier Schaden. Schild, da haben wir nur drei Schaden. Drei Schaden erhalten. Okay, er kann tatsächlich um seinen Verbündeten rumlaufen. Und dann könnten wir einen Standardangriff nehmen. Wir könnten aber auch den nehmen und der Dame ein bisschen zusetzen. Boah, diese Modifikatoren sind echt böse. So. Wenn ich das anklicke, habe ich nur die Vergeltung. Ah, man sieht immer, was zusammengehört. Dann würde ich mich erstmal heilen. Und hier einfach den Standardangriff. Vergeltung, da würde ich Schaden kriegen. Okay. Nimm nicht den Standardangriff. Ja, Beute. Überspringe die Fähigkeit. Oh, das Spiel ist relativ, komplex. Auge um Auge, provozierendes Gebrüll, mehr habe ich nicht. Wenn er erschöpft ist, dann fällt er ja weg, ne? Wir nehmen mal Erdklumpen. Rollender Vorstoß. So, wir fangen an. Angriff entwaffnen. Ach, immer dieser Multiplikator, ey. Der macht mich hier ganz kaputt, oder? Warte mal, rückgängig machen. Ich könnte mich bewegen. Ich heile mich aber lieber mal. So. Bewegung 2, dann gehen wir hoch. Dahin, dann kriegen die beiden auf jeden Fall einen Schaden. Oh. Dann kriegt nur sie Schaden. So, und dann nehmen wir noch den Angriff. Okay, das machen. Angriff bestätigen. Und dann werden wir hier den Zug mal beenden. Ja, zwei Schaden erhalten. Da haben wir anscheinend keinen Schaden erhalten. Wir sind dran. Kurze Rast machen. Und du hast das. Oh, er ist weg. Erschöpfung ist aufgrund zu weniger verfügbaren Fertigkeitskarten erschöpft. Kurze Rast. Ja. Den Krater. Okay. Ist halt random, was wegkommt, ne? Nehmen wir mal den Erdklumpen und den Staubwirbel. Wir fangen an. Nee, ich möchte den mal machen. Ziele bestätigen. So, und hier könnte ich mich noch bewegen. Das heißt,
Da sind Fallen, da will ich mich nicht bewegen. Geh einfach mal nach da. Fünf Schaden. Ich will jetzt gerade keine Karten mehr verbrennen. Weil sonst haben wir gleich wieder Game Over hier. Zwei Schaden. Der hat auch Schaden bekommen. So, grollender Vorstoß und das. Mehr habe ich ja jetzt gerade nicht zur Auswahl. Aua. Ich kann gerade leider keine Karten verbrennen. Also wir können einmal heilen. Okay. Anscheinend haben wir keine Heilung bekommen. Nee, warte, auch rückgängig machen. Das geht auch nicht. Fertigkeit überspringen, dann nehmen wir noch die Heilung. Ich glaube, wir haben gerade Gift geheilt. Mit dem Trank. Element Erde erstellt. Och. Sieht nicht gut aus für uns. Wenn ich eine lange Rast mache. Staubwirbel können wir mal wegmachen und das. Ich habe nur noch zwei Karten, die ich abwerfen kann. Ich glaube, es ist vorbei, oder? Lange Rast. Also das Spiel ist recht... Die Kampfmechanik ist echt anspruchsvoll. Wie ihr seht. Ich glaube, da muss man sich noch ein bisschen reinfuchsen. Vielleicht war auch meine Charakterwahl nicht die klügste. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal zurück zur Karte. Und ich würde auch sagen, das Video ist jetzt lang genug geworden. Der Ansatz ist interessant. Ich glaube, da muss ich mich echt noch mal ein bisschen reinsetzen. Vielleicht... Mache ich dazu denn nochmal was, wenn ich es ein bisschen besser weiß. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in einem neuen Projekt hoffentlich. Und oder bei laufenden Projekten, die dann nach der bunten Woche wieder kommen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.